Ja, hallo, herzlich willkommen bei Werner Vino. Heute in einem ganz neuen Format. Normalerweise besuchen wir beim On Tour die Weingüter ja einmal, aber wir haben uns gesagt, bei vielen Weingütern und bei manchen ganz speziellen, da tut sich so viel in der Zwischenzeit. Darum haben wir zum ersten Mal das neue Format WhatsApp. Und wir sind hier in Reststadt beim Weingut Rudolf May. Und das On Tour habt ihr bestimmt schon gesehen. Und unsere Frage, was hat sich jetzt so bei dir auf dem Weingut getan seit unserem letzten Besuch? Gut, also körperlich bin ich nichts mehr gewachsen, aber unser Weingut ist etwas größer geworden, wobei die Flächenerhöhung ist überschaubar. Wir haben 2 Hektar mehr seit vor 4 Jahren. Was für uns der größte Neuerung ist, dass wir jetzt mittlerweile in der Umstellungsphase sind zum Bio. Was ist für uns die größte neue Herausforderung? Ja. Also es geht immer mehr in den Trend auch dahin, ne? Also zum Nachhaltigen. Genau, das ist sicherlich was, wo bei vielen Weingütern die Spitze meiner Erzeugung im Kopf drin ist oder schon in der Wachstum umgesetzt wird. Einfach einen nachhaltigen Weinbau betreiben, um auch gutes Produkt, um ein gutes Gewissen und für die nächste Generation etwas machen, erreichen kann. Ja, und da ist eindeutig der Trend hin. Ich glaube auch, das macht auch Sinn. Und bei uns ist es auch so, mein Junior, der Benedikt, war ja auch 5 Jahre in die Weinwelt unterwegs und ist dann jetzt seit einem Jahr zurückgekommen und hat auch uns, also meine Frau und mich, dafür begeistert oder gedrängt, dass wir in die Richtung gehen. Mhm. Aber ich glaube, es hat sich auch viel getan bei den Weinen, wenn man irgendwo eine Fachsendung oder Fachzeitschrift aufgeschlagen hat, immer ganz vorne mit dabei, Weingut Rudolf May. Und er hat ja auch einen sehr hohen Silvaner-Anteil. Ja, wir haben jetzt momentan 68%. Genau. Also das ist schon eigentlich mit in der Spitze in Frage. Ja, glaube ich schon. Es sind viele Weingüter geben. Und es ist so, der Silvaner, das läuft gut, es macht Spaß und wir werden den Anteil noch erhöhen. Auf jeden Fall. Also mein Ziel, Vorstellung ist mal 80%. Ja. Also wir sind eigentlich riesige Silvaner-Fans, oder? Auf jeden Fall. Das Kamerakind? Das Kamerakind, ja. Der hat festgestellt, in den letzten Jahren sind hier ein paar Holzfässer mehr dazugekommen. Genau. Das wird. Wir haben hier begonnen mit dem Jahrgang 13, mit dem Holzfassausbau. Und vorher hatten wir nur Barriques- und Tourneau-Fässer und seitdem haben wir jetzt auch Stückfässer. Und jedes Jahr kommt mindestens ein Stück Fass dazu. Und jetzt haben wir 5 und das werden die nächsten 2 Jahre sicherlich noch deutlich mehr werden. Wir werden auch keine Stahltanks mehr in Innenstahltanks investieren, sondern nur noch in Holzfässer oder was Ähnlichem. Und der Großteil deiner Weine sind ja bisher spontan vergoren. Ja. Und dann eben die Kombination Holz, spontan vergoren? Ja, es ist so, wir machen also im Keller, ist eigentlich ziemlich einfach, was wir machen. Es ist wirklich nichts Kompliziertes. Wir versuchen die Weinwelt mit der Arbeit zu machen und sehr streng sind wir bei der Traubenannahme und stark selektieren und im Weinberg und zu Hause nochmal, dass wir möglichst keine Beere dabei haben, die nicht gesund ist. Und das ist jetzt am Sortiertisch können wir wieder eine 6-Mann stehen dort und jede Traube nochmal nachkontrollieren. Und das ist auch einfach zu erklären an Mitarbeitern, die dort stehen. Jede Beere, die man nicht essen möchte, sollte mit durchlaufen. Okay. Ja, und dann, wenn man schönes Traubenmaterial hat, dann ist im Keller easy. Der Saft kommt in den Holzfass rein. Dann Anfang Oktober. Der fängt irgendwann das Gärtner an und dann, der ist glaube ich ziemlich fertig, der hat noch 2-3 Gramm Zucker. Und dann klärt er sich, dann wird er aufgefüllt, irgendwann im Winter kommt ein bisschen Schwefel dazu und dann muss immer wieder aufgefüllt werden. Und die bleiben bis Juli drin liegen, da wird nichts gemacht. Also das ist eigentlich einfach.
Keller tun wir die eigentlich kontinuierliches Nichtstun machen. Die Hauptarbeit ist? Die Weine, ganz klar. Man kann im Keller die Weine nicht verbessern, man kann, aber es besteht schon die Möglichkeit, aus guten Trauben einen schlechten Wein zu machen. Das geht schon. Also das muss man versuchen zu verhindern, aber man kann nicht aus schlechten Trauben einen guten Wein machen. Man kann einen trinkbaren Wein machen, aber keinen guten. Und hier stehen ja die ganzen großen Namen drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist auch ein Betonhain. Da ist dann mein Rotlauf, genau. Der Rotlauf. Ja, also ein Teil vom Rotlauf. Der Rotlauf wird immer in drei verschiedenen Gebinden ausgebaut. In 40% ist im Betonhain, dann haben wir noch Tonneaufass und dann Stahltanken 500 Liter. Also 30 Stahl und 40% Beton. Ja. Super. Aber ich meine, wir haben jetzt viel von der Entwicklung gehört. Könnte man auch das probieren? Gut, dann greife ich mir sagen. Ja, jetzt sind wir hier in die Probierstube gekommen und haben uns dann entschlossen, doch mal einen Silvaner oder zwei zu probieren. Genau. Was haben wir denn jetzt im Glas? Ja, der erste Wein ist Silvaner Ortswein, ein Klassiker von uns, Silvaner Rettstadt. Wir haben hier Weinberge, also hier, wir sind ja nördlich von Würzburg und wir sind im Seintal. Wir haben von momentan 14 Hektar Rebflächen, davor sind rund 10 Hektar in Rettstadt und haben noch 4 Hektar in Düngersheim, Retzbach und Stetten. Mhm. Und beim Ortswein, das ist nur aus Rettstadt, nur reiner Muschelkalkboden, gute Lagen, 30er alte Reben, knochentrocken, mineralisch. Zum Wohl. So. Kann man trinken. Das ist richtig beschrieben. Ich denke, das ist aber ein Klassiker von uns. Was leichter ist noch, aber sehr mineralisch geprägt, wo man den Boden einfach spürt. Und ich finde, das macht mir auch Spaß. So, ich will kein künstliches Aroma reinhaben und so. Ich will die Natürlichkeit, also den Boden spürbar machen. Und das ist so den quasi DNA-Druck vom Boden im Wein oder im Glas spüren. Das ist eine schöne Aufgabe für uns Winzer. Ich finde den ganz toll. Ich muss dazu sagen, vor einer Woche habe ich noch eine Flasche 2014er gefunden. Okay. Der war noch sehr toll. Also ja, das sind jetzt vom Ansatz her nicht Weine, wo man denkt, dass man den unbedingt 5 Jahre aufheben muss, aber es ist auf jeden Fall möglich, ja. Ganz klar. Ich habe vor kurzem den 2.6er probiert, war auch nur trinkbar. Ansatz. Aber es ist nicht der Anspruch, sondern in der Klasse. Aber wir ernten da ja auch schon wenig. Wir haben jetzt 16, würde ich sagen, zwischen 50 und 55 Hektar geerntet. Also für den Wein. Das, und schöne alte Weinberge, gesetzte Weinberge, die schön verwurzelt sind. Und das schöne Boden, karger Boden. Und da kann man schon Alkohol nicht so schwer, 12% Alkohol, 1 Gramm Zucker. Also, kann man 1-2 Gläschen machen. Durchaus, ja. Also ich finde es toll, dass es jetzt nicht so eine Fruchtbombe oder so, sondern die Mineralität ist schon richtig schön drin. Genau. So im Groben hinten raus ist auch so ein bisschen die Salzigkeit. Also genau. Wobei eben das Mineralische, finde ich, ist in der Kategorie deutlich noch mehr spürbar, wenn wir weiter drauf gehen, da kommen andere Komponenten dazu und da wird es wieder in den Hintergrund, gerade in dem Bereich, so im Ortsweinbereich oder früher im Kabinettbereich, so ist es mit das Mineralische da noch schöner spürbar zu machen, also noch leichter spürbar im Winterbereich. Ja. Und das ist auch bei uns der wichtigste Wein, also wo die größte Flaschenanzahl hinspielt. Ja. Der typische Maiweinsocher. Ist auch so die Visitenkarte vom Wein. Genau. Ne? Ja. Der muss passen. Ja.
sonst? Einmal noch im Boxbeutel, so, da sind wir verwurzelt, Flanke und das passt. Ja, sehr schön. Nee, der gefällt mir schon mal sehr gut. Die Alibi-Tropfen noch ausgeschüttet. Ja, stimmt, da ist auch noch so ein Alibi-Tropfen. Jetzt haben wir Silvana der Schäfer, das ist auch mittlerweile ein Wein, wo für uns ziemlich wertvoll geworden ist. Ich habe 2012 einen Weinberg dazu bekommen, so ein Tagwerk hat man früher gesagt, also so 0,3 Hektar und es ist ein schöner alter Bestand, 50 Jahre alt, gut, sehr gute Lage und den tun wir seit dem Jahrgang 2013 immer ins neue Stück Fass legen. Also während der Ernte, das geht Richtung, von der Erntemenge Richtung Großgewächs. Und der kommt dann ins Stück Fass, ins neue Stück Fass, als Silvaner mit Holz. Mhm. Ja, genau. Bleibt bis Juli, wie ich vorhin beschrieben habe, also bleibt bis Juli drin liegen, wird nichts dran gemacht, dann hat Zeit zum Atmen, beides entwickeln. Man merkt schon einen Unterschied zum Vorher, da ist das Mineralische deutlich überdeckter. Holz und Kraft und Fühler wegen Süßholz, finde ich sicher. Aber das könnt ihr vielleicht besser besprechen. Ja, mit dem Süßholz, ja. Ja, das stimmt. Stimmt schon, also die Mineralität ist wirklich hier ziemlich etwas genau, im Hintergrund. Ja. Und wir haben eben hier ja, einfach so eine interessante Holzaromatik. Ja. Das ist jetzt Spessart-Eiche, also vom Assmann, vom Fassmacher, der ist ja Eusenheim in der Nähe. Und Andreas Assmann ist ein guter Freund und arbeiten wir gut zusammen auch. Und das ist. Seit 5 Jahren tun wir immer ein Stück Fass dazu und langsam kommt ein bisschen Holzfass bei uns auch dazu. Und der Schäfer, das ist so der Wein mit Holz, wo wir auch bis an die Grenze gehen, wo man früher vielleicht gesagt hat, das ist zu holzig, aber ich finde schon, gerade in der Gastronomie läuft das sehr gut, weil es als Speisebegleiter ist es sehr gut einsetzbar für gegrillt Fisch zum Beispiel oder auch für hellen Fleisch kann man das wunderbar einsetzen. Ja. Und das ist der Schäfer, ist ja ein alter Gewannename. Ja. Genau, es ist ein Teilstück vom Langenberg und der alte Name von den Weinbergs, von der Gewanne, ist der Schäfer. Mhm. Genau. Und das ist schon richtig gut. Ein schönes Alter. Wir haben jetzt auch den Weinberg. Haben wir die Drähte raus, die Holzstickel raus, haben neue Eisenstickel rein, neue Drähte rein. Der Weinberg ist jetzt 50 Jahre alt und der kann noch sicherlich noch 30 Jahre oder noch länger, wenn wir den gut pflegen und wir versuchen unser Möglichstes. Mhm. Also alte Reben bieten natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ja. Ich bin ein großer Fan von alter Reben und ich versuche immer, wenn man neue Weinberg, dass man möglichst gute alte Bestände, super gerade beim Silvaner ist es schon, finde ich, da schon gut oder ein bisschen spektakulär, was da alles steht. Da sind so viele Schätze bei uns in Franken noch da, wo man vielleicht, wenn man merkt, dass man da was Besonderes hat, das dann auch rauszuholen. Das ist ein Weinberg, wo vorher quasi nicht aufgefallen ist, und auch das ist ein
schon ein Wein, wo ein schöner Ausdruck auf ihn verbringt. Ja. Der ist immer noch relativ jung, oder? Ja. Bist du 16er? 16er Jahrgang, ja. Das ist ein Wein, wo sicherlich jetzt in 5 Jahren noch deutlich attraktiver ist wie jetzt. Ja. Also, der ist ein toller Wein, aber man merkt, der hat unheimlich Potenzial noch dafür. Das ist schon was, Langstreckenläufe ist es auf jeden Fall. Und wir haben das 13, wir könnten den 13er, also haben wir unten liegen, seit 13 haben wir das, das sind halt wunderbare Weine. 13, 14, 15. Und die, ja, ich glaube, das ist, und das hat noch viel Zukunft, auch viel länger noch. Ja. Eine sehr schöne Kräuternote auch dabei. Ne? Total. Ein bisschen auch Zitrus. Nee, Zitrus nicht, aber Kräuter auf jeden Fall. Der kommt vom Muschelkalk, glaube ich. Leine Muschelkalk, genau. Ja. Schöner Wein. Ja, also der gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt gehen wir zum großen Gewächs, zu einem großen Gewächs, Himmelspfad. Das ist ja so eine Herzensangelegenheit von mir, Himmelspfad, Silvaner, ist was, wo wirklich, das ist hier in der Nähe, 100 Meter da oben, gleich Steilhang nach Süden ausgerichtet. Und da heißt jetzt auch offiziell Himmelspfad. Die Gemeinde hat ihn umbenennen lassen in Himmelspfad. Fand ich schön von unserem letzten Gemeinderat auch. Und er zeigt auch die Wertschätzung dafür. Wir haben letztes Jahr ein Kreuz aufstellen lassen. Mhm. Und das ist, war meine Intention einfach auch, dass das eine besondere Ecke ist von unserer Heimatgemeinde, von meiner Heimatgemeinde. Und das um hier. Sagen wir, die Verwurzelung auch, wir sind ja im christlichen Glauben auch erzogen. Ich fühle mich auch wohl dabei, meine Kinder oder unsere Kinder und meine Frau auch, den Glauben weiterzugeben und so was einfach hier was Besonderes rauszuholen. Das ist aber ein Zeichen, würde ich sagen. Und der Weinberg ist jetzt der älteste, ist 1963 gepflanzt, also genauso alt wie ich. Quasi, also jetzt habe nicht ich gepflanzt, sondern haben wir irgendwann mal dazu bekommen. Ja, ja. Und das ist schon super kleine Beeren, was da drin wächst. Also das ist schon ganz gut. Und der ist dann auch im Holzfass ausgebaut, allerdings in zweiter oder dritter Lichung. Also nicht so viel Holzanteil wie der Schäfer. Ich bin jetzt gerade leicht sprachlos. Ich habe jetzt den ersten Schluck genommen. Und. Ja, also ich finde. Ja, ich habe selten so einen guten Silvaner getrunken. Es ist schon schön, also solche Weine machen zu dürfen. Und das ist schon tolle. Das finde ich auch mein Job, so begeisterungs-, also so außergewöhnlich. Man kann halt. Man kann alles erreichen, man kann das gestalten. Man hat die Natur über sich, unter sich den Boden, die Voraussetzungen, aber man kann viel gestalten und einfach einen geilen Wein zu machen, ist schon was, wo eine schöne Aufgabe ist, wo nicht viele Berufe haben. Ich finde, da ist unser Beruf Winzer schon spektakulär, sowas machen zu dürfen. Wir sind ja ein sehr alter Beruf, gibt es halt. Ja, seit 5000 Jahren wird Wein gemacht und das ist Tradition. Man merkt ja auch, es sind viele Neuerungen, aber im Weinberg geht der Trend wieder zurück. Handwerk, das Handwerkliche.
Manufaktum, also so quasi mit den Händen, da kann man mit Maschinen nichts erreichen. Alte Reben, viel Handarbeit, pflegliche Gefühle entwickeln und dann kann man da was Vernünftiges machen. Der hat Hände, muss ich sagen. Das ist jetzt 16? 16, genau. Der war auch 9 Monate im Holzfass und also kommt als Saft Anfang Oktober rein und bleibt da bis Anfang Juli drin liegen, wir machen keinen Abstich, bleibt auf die Vollhefe, da kommt irgendwann ein bisschen Schwefel dazu und dann wird er quasi im Juli abgefüllt, kommt er runter und wird abgefüllt. Ja. Also ich finde, das ist einer der Weine, die sich den Abend über immer weiterentwickeln. Ja, genau. Ich finde auch, es gibt solche Weine, die sind jetzt, also man kann jetzt auch, das ist der Beste oder was, aber man kann sagen, das sind Weine, die mit einem sprechen, wenn man sie sprechen lässt. Wenn man Zeit gibt, wenn Luft dazu kommt, dann entwickeln die sich weiter und das ist das Schöne am Wein, einfach so die Erlebnisse und die Veränderungen spürbar, was spürbar sind und so, das ist schon toll. Ja. Ich finde es auch immer so schön, wenn man jetzt zum Beispiel einen Jahrgang hat, man macht den auf, man probiert den und dann überlegt man, was habe ich denn in dem Jahr so gemacht. Und das, ich finde, das ist so, wenn man sich das überlegt und dazu den Wein trinkt, ich finde, das hat so was Angenehmes. Genau, weil man hat Verbindungen dazu oder ein paar Bilder im Kopf, ein paar Ereignisse. Und jetzt sowas in 20 Jahren zu probieren, das ist dann schon, könnte schon interessant sein. Ja. Und es sind ja heute, das haben wir ja vorhin auch im Vorgespräch schon gehabt, es sind viele Winzer und auch die solche Weine in Richtung machen wie mir und das ist ja schön, also das ist schon gut. Es ist ja natürlich eine Konkurrenz, man möchte ja am liebsten vorne stehen, aber es ist eine gesunde Konkurrenz, finde ich, mit den Kollegen und so und das ist auch wichtig so, wir wollen ja alle das Gebiet voranbringen. Und, Aber ein absoluter Parade sind wir an. Ja. Die Quitte ist auch. Das ist schon Quitte, oder? Im Duft ein bisschen. Ja, so was Kühles. Ja. Ich finde, wir haben ja 2 GGs, also Rotlauf und Himmelspfad. Und der Himmelspfad ist meistens der wildere. Der Rotlauf ist der ruhigere, etwas aristokratische. Aber das ist ja der Wilde und das. Wo nie so ganz greifbar ist. Und das finde ich immer schön beim Wein, wenn man nicht alles erkennt. Man geht rein, man riecht was, aber da spürt man da ist noch mehr. Und das, wenn man nicht immer alles sofort da hat, dann ist es ja, aber also das Faszinierende ist, dass man immer noch merkt, da ist noch was da. So im Hintergrund. Toller Wein. Und von Mussgewicht her, war 2016, der hat 90 oder 91 Üchsle gehabt. Das ist nicht spektakulär viel. Aber das zeigt es ja auch, die brauchen nicht keine hohe Mussgewichte. So hat er 13% Alkohol. Das ist wunderbar. Ja. Und die Konzentration ist einfach in die Wirkstoffe oder in die Eigenschaften, was da ist. Der ist schwierig, dass man ihn ein paar Jahre im Keller aufhebt. Ne? Ja. Der schmeckt jetzt schon. Ja gut, es soll ja sein. Ich meine, es soll auch gelungen werden. Aber natürlich ist sowas schon da auch ein paar Jahre zurückzulegen. Und es ist ja heute bei uns schon eine gewisse Begehrlichkeit da von Kunden für die Weine. Und das macht schon Spaß. Ja. So, jetzt probieren wir Himmelspfad. 2012, der hieß damals noch Rezis 1963, Silvana Rezis 1963. Aber das ist der gleiche Weinberg, mittlerweile ist es Himmelspfad geworden, mittlerweile sind wir VDB-Betrieb und machen dürfen diese große Lage, ist als große Lage klassifiziert, das war damals noch nicht der Fall, wir konnten keine großen Gewächse machen und dann hatten wir den Rezis 1963. Aber sonst, die Macher, das alle gleiche. Das ist dann wirklich interessant, wie
liegen jetzt 4 Jahre dazwischen. Ja, da schreit ein bisschen nach Luft. Genau, muss sich ein bisschen entwickeln. Aber man spürt schon die Nase, ja, die Frische ist noch da. Ja. Also, aber Zitrus ist noch da und Zitrus finde ich ist immer so ein Zeichen, aber in älterer Weine, dass noch eine Frische da ist. Ja. Der wirkt, also, obwohl er jetzt 4 Jahre alt ist, eigentlich noch wirklich sehr frisch. Also, ja, ja, genau. Also ist immer noch, sagen wir jetzt, der erste, der 16. der ist halt so im Kabelstubenalter, der ist jetzt so im Bereich, dass er auf die fortgeschrittene Schule geht. Aber sie gehen ja noch nicht erwachsen, ganz klar. Mhm. Das sind schon meine, wo für eine Erlung, also für längere Zeit sicherlich. Ja, und das ist ja das Schöne bei unserer tollen Rebsorte Silvaner, dass man sowas machen kann, wo kaum eine andere Rebsorte möglich ist. Riesling natürlich, wissen wir alle, aber Silvaner wird ja häufig da gar nicht wahrgenommen dafür. Und das ist, und sowas verkaufen wir halt wunderbar in die Sterne Gastronomie. Also so gereifte Weine, die jetzt einfach. Es war nämlich so, wir machen. Damals war es noch kein, das habe ich ja schon erzählt, kein großes Gewächs. Die waren, glaube ich, damals auch schon ganz gut, aber wir haben die nicht so gut verkauft noch. Und jetzt, nachdem die aktuellen nicht mehr sehr schnell verkauft sind, und da war die Frage, ja, ob ich ältere Jahrgänge, da hatte ich 12, 13 davon noch, und das ist jetzt alles leider auch weg. Aber das ist so schön, dass ich habe zig zwei Sternehäuser, die das verkaufen, also Wunder, Essigbrenner in Nürnberg, die schreien danach quasi, ja. Oder auch die BMW-Welt hat es auch in München, der Frank Lühr und so, und die sind, wo man wunderbar zum Essen einsetzen kann. Und das ist halt mal schade jetzt, wenn dann 15, 16, 4 Jahre alt ist, kaum mehr was verkaufen, weil da das schon weg ist. Ja. Das ist. Ist dann schon fast wie in Bordeaux, ne? Subskription, dass man. Ja, es ist ja gute Entwicklung da, und, aber sind wir natürlich bei weitem noch nicht. Ja. Aber es ist schon viel möglich, und man sieht es ja auch an anderen Weingütern. Ich glaube nicht mehr, aktuell kostet es 36 Euro. Ich glaube nicht, dass die nächsten Jahrgänge auf dem Preis bleiben, dass sie werden sicherlich weiter steigen. Ja. Ja, ist klar. Also, der entwickelt sich immer mehr. Ja. Im Glas. Wahnsinn. Ja, was mir ist, aber in einem die Silvanerbäuer gereift sind, dann auch zu schöpfen. Das ist dann Wein pur, finde ich so. Ja. Die sind so mundfüllend und haben trotzdem noch eine gewisse Frische, dass sie jetzt nicht so nur ausfüllen, sondern auch sie haben das Animierende noch. Und das ist schon, finde ich, schon ein Glücksgefühl, sowas produzieren zu dürfen. Also finde ich schon. Nicht nur produzieren, auch sowas trinken zu dürfen. Genau. Ja. Ja. Also hat auch so eine schöne Salzigkeit dabei. Genau. Tolle Kombination. Also ich bin von allen 4 Weinen schlichtweg begeistert. Also, und wir haben uns heute auf Silvaner beschränkt. Ne? Du machst da immer hervorragende Spätburgunder. Haben wir schon öfters drüber berichtet. Ja, das ist schon was, was auch Spaß macht. Also, wo mir auch viel Spaß macht. Also sind wir auch ein bisschen ehrgeizig, Spätburgunder. Und das ist auch halt eine tolle Rebsorte. Ja. Weil sie nicht greifbar ist, also es ist kompliziert, und das macht sie nicht sagen. Ja.
Ja. Also, ja. Vielen herzlichen Dank. Danke für den Einblick, ja, den erneuten Einblick hier ins Weingut. Und also ich bin begeistert von den Silvanern und kann es nur empfehlen. Man muss sehr schnell sein bei dir, glaube ich. Ne? Na, bei den großen Sachen schon, das ist halt schon, aber es gibt bei uns aktuell nichts mehr, aber es gibt noch Händler, die die Weine haben. Also das ist schon noch der Fall. Aber selbst da habe ich jetzt schon gehört, wird es langsam knapp. Das ist schön, fordert natürlich, was eine gewisse Begehrlichkeit hat. Ja. Also vielen Dank, dass wir nochmal herschauen durften an euch. Trinkt mehr Silvaner, vor allem solche Silvaner. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.